Was hier blinkt und leuchtet, ist ein Polizeiauto, aber kein echtes. Wagen 12.1 für Zentrale. Wolfgang Haug ist ein absoluter Autofreak. Autos tunen und an ihnen rumschrauben ist seine Leidenschaft. Sein Revier, die Landstraßen bei Buchlohe. Sein Tempo nicht schneller als die Polizei erlaubt. Statt Polizei steht Police auf dem Auto. Eine Sirene hat es nicht. 3 Monate Arbeit hat er in sein Traumauto gesteckt. Bei der ersten Fahrt hatte er aber ein mulmiges Gefühl. Anfangs war es schon wirklich so nervös. Ängstlich ein bisschen, was kommt vielleicht, aber da ja so, wie er dasteht, alles legal ist. Jetzt mittlerweile fahre ich mit einem ruhigen Gewissen rum. Jeden Tag ist er damit auf den Straßen unterwegs. Eigentlich ist er 41-jährige Lagerist. Während der Puls bei Wolfgang Haug mittlerweile unten bleibt, steigt er aber schnell bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Dass sie langsamer tun oder dass du halt siehst, wenn du hinter einem herfährst, dann ist er schon ein bisschen nervös im Auto. Denkst du, warum bist du nervös? Ich mach dir doch nichts. Für ihn ist es einfach nur Spaß. Aber wie bewertet das die richtige Polizei? Ich sehe es halt problematisch, wenn es wirklich in Richtung Polizeifahrzeug geht, wenn man wirklich eventuell den Anschein erwecken könnte, das ist ein Polizeifahrzeug. Hält man sich dabei nicht an die Regeln, ist man schnell mit einer Amtsanmaßung dabei. Heißt Geldstrafe und auch in schlimmeren Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Der Schriftzug Police ist erlaubt, Putzelei ist okay, aber Polizei nicht. Außerdem gilt: Wenn man in Richtung Polizeifahrzeug gehen möchte, muss man auf jeden Fall schauen, dass man keine reflektierenden oder leuchtenden Folien verwendet. Oder was auch ein No-Go wäre, ein Tabu, das wäre ein Hoheitsabzeichen, also ein Landeswappen oder Polizeistern. Ob Wolfgang Haugs Auto legal ist, da sind sich manche Polizeistreifen auf den ersten Blick nicht so sicher und schauen lieber selbst nochmal nach. 5-mal ist er schon aufgehalten worden. Das Übliche halt, Warnweste, Dreieck so. Und dann werde ich schon darauf angesprochen, oh, wir sehen einen Funkhörer, ist der deaktiviert? Dann sage ich, ja, der ist deaktiviert, können Sie sehen gerne. Können auch in meinem Kofferraum schauen, dass da ja nichts Illegales drin ist, was nicht drin sein soll und alles. Zu beanstanden gab's nie etwas. Der falsche Polizeiwagen ist nur der Anfang. Bald will er auch noch einen VW-Bus in Polizeilook gestalten. Und ein eigenes Feuerwehrauto.